Ja, Herr Präsident, geschätzte Kollegen aus National- und Ständerat, geschätzte Auensmitglieder, liebe Gäste, ganz herzlichen Dank für die Einladung, heute zu Ihnen zu kommen. Ich bin sehr gerne gekommen und wie es mein Kollege Lukas Reimann gesagt hat, ich bin von Seiten der SVP verantwortlich für die Abstimmungskampagne für ein Ja zur Begrenzungsinitiative. Und Sie haben jetzt heute Nachmittag schon ganz viele Argumente gehört, warum es so wichtig ist, warum diese Abstimmung wichtig ist und warum es sich lohnt, für ein Ja zu kämpfen. Und ich möchte jetzt noch mal am Schluss einige Gedanken geben, damit Sie voller Motivation sind und heute aus dieser Halle in die ganze Schweiz strömen und die nächsten 4 Wochen mit viel Herzblut für ein Ja kämpfen. Weil wir werden nur gewinnen, wenn es uns gelingt, all unsere Freunde, all unsere Nachbarn, all unsere Arbeitskollegen zu überzeugen, dass es jetzt wirklich dringend notwendig ist, dass wir die Zuwanderung in die Schweiz endlich wieder selber steuern müssen. Ich habe es gesagt, wir stehen heute 30 Tage vor einer der zentralen Abstimmungen für die Zukunft unserer Schweiz. Wollen wir die Zuwanderung in unser Land wieder selber steuern oder lassen wir uns weiterhin von Brüssel bestimmen, wer in unser Land kommt? Es handelt sich um eine ganz einfache und eigentlich klare und selbstverständliche Frage. Und für jedes souveräne Land sollte es selbstverständlich sein, dass die Zuwanderung selber geregelt und selber gesteuert wird. Was wir im Moment im Abstimmungskampf jedoch erleben, erschüttert mich fast jeden Tag und ich stelle fest, Bundesrat und eine Mehrheit des Parlaments haben die Schweiz, unser schönes Land, unsere Heimat bereits aufgegeben. Sie wollen nicht mehr für unsere Schweiz, für die Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, Neutralität kämpfen und einstehen. Nein, sie haben kapituliert und gehen nun den Weg, dass Brüssel oder die globalisierte Wirtschaft bestimmen kann, wer in unser Land kommt. Auf Podien stelle ich fest, dass FDP, CVP, SP oder Grüne Vertreter die Idee der Herrschaft des Volkes, also die direkte Demokratie, gar nicht mehr ernst nehmen. Vielmehr lassen sie sich von der Herrschaft globaler Eliten leiten. Und sie stellen die Interessen der globalisierten Wirtschaft vor die Interessen des Schweizer Volkes. Dass dies die Vertreter der FDP machen, erstaunt mich weniger. Aber SPler, die in ihrem Parteiprogramm die Abschaffung des Kapitalismus wollen, spazieren jetzt Seite an Seite mit der Economy Suisse und anderen internationalen Wirtschaftsführern. Das finde ich doch eigentlich sehr gelungen und entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Und diese unheilige Allianz gegen die Interessen des Volkes, das haben wir bereits bei der Nichtumsetzung der von Volk und Ständen angenommenen Masseneinwanderungsinitiative erlebt. Geschätzte Damen und Herren, das dürfen wir nicht weiter zulassen und das wollen wir auch nicht. Unsere Vorfahren haben über Jahrhunderte die Schweiz aufgebaut und zu dem gemacht, was sie heute ist. Ohne große Naturressourcen haben wir es in unserem Land zu einem Land mit einem der höchsten Lebensstandards gebracht. Unsere Vorfahren haben länger gearbeitet, sind nie stehen geblieben und haben immer geschaut, wie man unter Wahrung der Freiheit, der Eigenständigkeit und der Neutralität weiterkommt. Dieser Weg war oft steinig, er war nie der einfachste, aber er hat sich gelohnt. Und auf diesen Weg müssen wir wieder zurückkommen. Die Schweiz ist ein kleines Land. Und in ein kleines Land können sich nicht immer mehr Menschen hineinzwängen. Das hat vorher Professor Eichenberger sehr schön dargelegt.
Heute leben 8,6 Millionen Einwohner in der Schweiz. Als ich in die Schule ging, da waren es etwa 6,7 Millionen. Und in den letzten Jahren ist diese Zahl einfach faktisch explodiert. Und dies nicht, weil immer mehr Kinder in der Schweiz geboren wurden, wie das zum Beispiel in den 60er Jahren der Fall war. Nein, es ist, weil wir mit der Personenfreizügigkeit die Schleusen, weil wir unsere Grenzen für über 500 Millionen EU-Bürger geöffnet haben. In den letzten 13 Jahren sind deshalb bereits 1 Million Menschen zusätzlich in unser Land gekommen. Jedes Jahr kommen im Durchschnitt 75.000, das ist eine Stadt St. Gallen pro Jahr oder der Kanton Jura oder für die Tessiner die Städte Lugano und Locarno zusammen. Diese Masse erdrückt uns. Zu viel ist zu viel, so kann es nicht weitergehen. Wenn wir aber jetzt nichts machen, dann geht es so weiter. Und wir werden wahrscheinlich bereits in 10 Jahren in einer 10-Millionen-Schweiz leben. Das sagen nicht wir, sondern das hat Ende Mai sogar das Bundesamt für Statistik gesagt. Sie haben eine Studie gemacht und sie haben festgestellt, dass die Bevölkerung in der Schweiz wegen der Zuwanderung rasant steigt. Wollen wir das? Wollen wir eine 10-Millionen-Schweiz? Nein, das wollen wir nicht und das will keiner von uns. Wir wollen in einer Schweiz leben, in der es auch in 10 oder 20 Jahren im Mittelland noch Felder, Wälder, Wiesen und Freiräume gibt. Und wir wollen nicht in einer zu betonierten Schweiz zwischen Romanshorn und Genf leben. Dass wir auf dem besten Weg zu einer 10-Millionen-Schweiz sind, zeigen die aktuellen Zahlen. Im ersten Halbjahr 2020 sind die Einwanderungszahlen schon fast explodiert. Deshalb haben wir auch diese Sanduhr gemacht, die die AUNS hat und die auch wir hat. Und ich möchte kurz noch etwas sagen. Es sind 5 Minuten. Immer wenn das Sand durch ist, ist wieder eine Person in die Schweiz zugewandert. Die Basis ist im ersten Halbjahr 2020, und jetzt halten Sie sich fest, sind fast 60.000 Menschen neu in die Schweiz zugewandert. Fast 60.000, einige sind dann, andere sind ausgewandert. Und das zeigt, eigentlich kommt alle 4 Minuten jemand neu in die Schweiz, aber wir sind jetzt großzügig und haben gesagt, gut, dann machen wir alle 5 Minuten. Dann sehen Sie, wie viele Menschen am Ende eingewandert sind, während wir hier tagen. Da ist schon wieder ein Hochhaus voller neuer Zuwanderer und das dürfen wir nicht länger zulassen. Wie ich gesagt habe, im ersten Halbjahr diese 60.000 trotz Corona und geschlossenen Grenzen. Wer nämlich gemeint hat, geschlossene Grenzen bedeuten, dass niemand mehr in die Schweiz kommen kann, der irrt sich. Alleine im April während des Lockdowns sind mehrere tausend Menschen in die Schweiz eingewandert. Und wer meint, es seien dann wahrscheinlich Ärzte oder Krankenschwestern gekommen, der irrt sich nochmals. Es gab vor allem Zuwanderung in unbestimmte Berufe. Das Gastgewerbe, und man höre, das Gastgewerbe war ja eigentlich geschlossen, und die Baubranche. Ich bin überzeugt, die Zuwanderung aus den EU-Staaten wird sich in den nächsten Monaten noch verschärfen. Denn jetzt in der Wirtschaftskrise, wo die Arbeitslosigkeit in unseren Nachbarländern steigt, wird sich die Sogwirkung in die Schweiz noch verstärken. Schließlich haben wir eines der besten Sozialversicherungssysteme in Europa, respektive auf der Welt. Das möchte ich Ihnen kurz auch an einem Beispiel zeigen, was das eben jetzt für eine Wirkung hat. Stellen Sie sich vor, die Haustüre bei Ihnen zu Hause, die steht Tag und Nacht offen. Alle
die hier sind, ich bin überzeugt, als sie heute Morgen gingen, sie haben die Haustüre abgeschlossen. Aber was haben wir im Moment? Die Haustüre zum Haus Schweiz ist sperrangeloffen und den Schlüssel, den haben wir schon vor einigen Jahren in Brüssel deponiert. Das heißt, nicht mehr wir bestimmen, wer in unser Land kommt, sondern in Brüssel wird bestimmt, und es sind diese 500 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger, die einen Rechtsanspruch haben, in die Schweiz zu kommen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, in welches Haus würden Sie gehen, wenn Sie das jetzt schauen? Sie gehen natürlich in das Haus, wo die Türe offen ist, da müssen Sie nicht mal einbrechen, da können Sie gleich direkt einwandern. Und dann gehen Sie doch auch in das Haus, wo der Kühlschrank am besten ist. Wir alle, wir gehen am liebsten dort zu Besuch, wo wir wissen, es gibt gute Getränke, Wein, Bier und es gibt dann auch noch ein gutes Essen. Und das haben wir in der Schweiz. Und das denke ich mit dem Kühlschrank. Wir haben nämlich ausgebaute Sozialversicherungsleistungen und das macht uns doch so attraktiv. Wir haben Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Taggeldversicherung, Mutterschaftsversicherung, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, AHV. Und wenn wir nicht aufpassen, haben wir in Kürze auch noch Vaterschaftsurlaub und Überbrückungsrente. Und in Bern, in jeder Session, seit ich da bin, spüre ich, es wird fast in jeder Session ein neues Sozialwerk gemacht, so frei nach dem Motto, wer hat noch nicht, wer möchte auch noch. So kann es nicht weitergehen und so wird sich diese Sogwirkung verstärken. Und das Schlimmste an der Sache ist auch noch, wer in der Europäischen Union, bevor er in die Schweiz gekommen ist, Sozialversicherungsbeiträge in seinem oder ihrem Land einbezahlt hat, der muss in der Schweiz nur einen Tag arbeiten und hat dann Anspruch auf das volle Programm, das volle Sozialversicherungsprogramm in der Schweiz. Und da sehen Sie doch die Sogwirkung in die Schweiz, die wird drastisch zunehmen, weil wir eben so einen vollen Kühlschrank mit dem Namen Sozialversicherungen haben. Diese negativen Folgen der maßlosen Zuwanderung spüren wir jedoch nicht nur in unseren Sozialwerken, sondern jede und jeder von uns erlebt dies täglich bei der Arbeit. Bei wie vielen wird da der Chef ein Deutscher oder irgendein Franzose? Im Stau auf den Straßen, ich komme aus dem Kanton St. Gallen, ich kann nicht mehr einfach planen, ich kann mit dem Auto nach Bern zu fahren, ich muss mindestens eine Stunde mehr einplanen. Und wenn ich mit dem Zug gehe, dann muss ich auch immer einen Zug früher nehmen, weil die Chance, dass der Zug pünktlich ankommt, ist unterdessen auch unter 50%. Unsere schöne Landschaft wird zubetoniert und auch unsere Kinder leiden unter der maßlosen Zuwanderung. In vielen Klassen sind mehr als die Hälfte der Schüler fremdsprachig. Erwiesenermaßen sinkt der Lernerfolg bereits ab einem Anteil fremdsprachiger Kinder von 20%. Laut den neuesten PISA-Studien, das ist da, wie man misst, wie viel die Kinder mit etwa 13 Jahren wissen, können die Kinder in der Schweiz immer weniger gut rechnen und lesen. Und dies bei massiv steigenden Bildungskosten. All diese Zuwanderer, die brauchen mehr Wohnungen, mehr Autos, mehr Infrastruktur. Ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen, aber einige müssen doch kurz erwähnt werden. Sie können aber diese Zahlen allen in Ruhe im Extrablatt, das Sie hoffentlich alle gestern in Ihrem Briefkasten vorgefunden haben, nachlesen. Unser neuer Parteipräsident hat vorhin schon einige gesagt, aber ich möchte es nochmals wiederholen. 1 Million mehr Zuwanderer in den letzten 13 Jahren bedeuten 454.000 mehr Wohnungen, 541.000 mehr Personenwagen, 451 Millionen Quadratmeter Kulturverlust, 57.000 Fußballfelder von Naturfläche, die wir zubetoniert haben. Und wie auch schon gesagt wurde, speziell auch von Herrn Eichenberger,
die Zuwanderer, die brauchen, wegen denen brauchen wir auch dann zusätzliche Ärzte, zusätzliche Spitalbetten, zusätzliche Krankenschwestern, zusätzliche Lehrpersonen und zusätzliche Schulgebäude, die alle erstellt werden und von uns finanziert werden müssen. Sie sehen, unsere Infrastruktur kommt überall an die Grenzen. Unsere Infrastruktur haben wir gebaut für etwa 7,5 Millionen Menschen, aber nicht für 8,6 und schon gar nicht für 10 Millionen Menschen. Daher müssen wir nur endlich das Zepter wieder selber in die Hand nehmen. So kann es nicht weitergehen und die Kosten werden explodieren. Mäßigung und Maßhalten ist eine altbewährte Tugend, die gerade heute wieder an Bedeutung gewinnt. Sie gilt für den Staat, die Gesellschaft, die Wirtschaft und für jeden Einzelnen von uns. Seit 2007 kann die Schweiz nicht mehr selber bestimmen, wer für wie lange und unter welchen Bedingungen in der Schweiz zum Leben und Arbeiten kommen kann. Diese Maßlosigkeit gefährdet die Schweiz. Sie gefährdet unsere Infrastruktur, unsere Sozialwerke und vor allem unsere Lebensqualität. Deshalb brauchen wir, und nur das ist das Rezept dagegen, wir brauchen eine maßvolle, eine gesteuerte und von uns selbst bestimmte Zuwanderung. Dann werden wir auch ganz viele Probleme, die meine Vorredner angesprochen haben, weniger haben und wir werden in eine bessere Zukunft und vor allem in eine Zukunft, die wir unseren nachkommenden Generationen übergeben können. Ich danke Ihnen, wenn Sie sich die nächsten 30 Tage mit vollem Engagement für ein Ja zur Begrenzungsinitiative einsetzen.